Ja, nee, hier von dem Programm auf meinem PC. Es hat aber mein halbes OBS verdeckt. Das musste ich erstmal wegklicken. Mein letztes Messer, das muss ich mir immer wiederholen. Sitzt noch einer? Soll ich denn an den rankommen, ohne gesehen zu werden? Tatsächlich kann ich nicht viel sagen, nicht nur Story. Ich habe offline auch Nebensachen mitgemacht. Aber das frisst mir zu viel Zeit jetzt hier im Stream. Ich wollte eigentlich schon längst ein anderes Spiel angefangen haben. Aber ich muss für meinen Kopf hier erstmal die Story beenden, bevor ich mit dem nächsten Spiel anfange. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier auf die Story. Eigentlich war es gar nicht geplant, Assassin's Creed überhaupt im Stream zu spielen. Das ist jetzt nur so dazwischen gezogen, weil ich, wie gesagt, ich muss für meinen Kopf die Story beenden, damit ich dann in ein neues Spiel starten kann. Versperrt. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Ja, der Schlüssel, der war irgendwo oben. Weise mir den Weg. Irgendwo. Oder auch nicht. Habe ich den schon eingesammelt? Ist es immer noch verschlossen? Oh. Schade. Ich mag das auch tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich mag, dass das Assassin's Creed hier nicht nicht so ein 150-Stunden-Teil ist. Auf dem östlichen Balkon. Lass deinen Blick schweifen. Hinten ist ein Rätsel. Ja. Ich denke mir auch immer, wenn ich so kurz vor Ende bin, denke ich mir immer, oh cool, ne, hast es bald geschafft, so im Kopf, wie immer für den Kopf. Ja, wo ist leite der? Mich in Hide. Ach, da drunter. Und dann ist meistens die letzte Mission. Wer? Blute! Da bist du ja! Heavy. Feindlich! Okay. Konnte ja keiner ahnen, dass hier einer ist. Bleib wachsam. Und die letzte Mission, ne, die zieht sich dann nochmal. Na gut, ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, nach Stand gestern bei 23 Stunden. Geht schon. Verdammt. Aber du kommst zurück. Und dann warte ich. Na, das mache ich dann alles offline own. Also ich habe schon einiges gemacht. Ich habe mir die Rüstung schon geholt. Und so weiter und so fort. Also ich habe auch... Ich bin nicht nur Story, so ist es nicht. Ich habe auch Nebensachen schon gemacht. Aber jetzt im Stream mache ich nur Story. Und den Rest mache ich dann für mich auf, ganz gemütlich abends auf der Couch. Hey.
wie gesagt, eigentlich war es auch gar nicht geplant, das Spiel zu streamen. Eigentlich habe ich von Anfang an gesagt, ich spiele das Spiel für mich. Und jetzt sind wir doch hier im Stream gelandet. Ich muss aber tatsächlich sagen. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige Elmer Dichwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Sadiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin El Heshma. Bitte verzeiht, Strategen. Doan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Doan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens Elmar Dichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Übers Dach. Wie wir gekommen sind. So. Was ich sagen wollte, habe ich übrigens vergessen. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulat. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen, aber ich habe es vergessen. Achso, doch. Ich habe ja jetzt 6 Wochen oder so oder 5 Wochen nicht gespielt Assassin's Creed. Also ich habe die ersten 2 Wochenenden viel gespielt. Neben all den ganzen anderen Spielen, die ich so spiele. Und habe jetzt aber 5, 6 Wochen gar nicht gespielt. Und zwischendurch gab es ja Updates. Also zumindest habe ich es vorgestern geupdatet. Und seitdem finde ich teilweise die Kamera schwierig. Die dreht sich manchmal super komisch weg. Gerade so beim Parkour und so, wo man es halt eigentlich nicht gebrauchen kann. Das ist mir nur aufgefallen, wo ich gestern wieder mal gespielt habe. In viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert.
Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und El-Eshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens El-Eshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El-Mardichwar? Ich weiß nur, dass er nicht in Ashakia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Eine Kupfermünze. Mach's gut, Owen. Schönen ich Abend noch. Jassur und Appetit. Nadir. Und schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal oder so. Sie werden nun vorsichtig sein. Beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Ich glaube, ich kann hier schon den Lärm auf 3 verbessern. Schön, dich zu sehen. Ich glaube, ich hatte... Kannst du das verbessern? ...genügend... Das ist mein Angebot. ...Zahnräder. Nein, hatte ich nicht. Ich brauche 150. Entschuldigung, und habe 112. Genug gesehen. Ich danke für eure Hilfe. Bis bald. Wir müssen mal wieder ein bisschen... Danke, Owen. Das höre ich gern, obwohl ich eigentlich aktuell so ein bisschen Stimmprobleme habe. Aber trotzdem danke. Das lese ich gerne. Wir müssen wieder mal ein bisschen klauen gehen. Ich brauche wieder ein bisschen Geld. Damit ich mir wieder diese Zahnräder kaufen kann. Ich glaube, das ist okay, oder? Wir machen einen kurzen Klauausflug. Die hat Geld. So, ist hier jemand mit Geld? Ja, ich glaube, es ist nicht die beste Ecke zum Geld machen. Aber ich muss für eine Trophy auch ein bisschen Geld sparen. Aber das mache ich wahrscheinlich auch im Nachhinein. Wenn ich so kein Geld mehr ausgeben muss.
Na, jetzt gerade ist wieder warm geredet. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe eine angenehme Luftfeuchte in meiner Wohnung. Auf Arbeit bin ich heute einfach fast erstickt. War den ganzen Tag nur am Husten. Das war echt nicht mehr schön. Und das Problem ist ja, gegen so einen trockenen Reizhusten hilft halt auch Trinken nichts, weil der Reiz sitzt in der Luftröhre und nicht in der Speiseröhre. Das heißt, ich habe heute getrunken und es hat nichts gebracht. Ich habe mir dann sogar auf Arbeit eine Tasse mit Wasser auf die Heizung gestellt, was natürlich nichts bringt bei so einem Riesenraum, aber dass irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit in die Luft kommt, weil das war so, es ist so trocken im Büro, die Luft. Ich kann da kaum atmen. Aktuell. Hallo Susi. Und das Ding ist, dann habe ich so richtig teure Neoangien von meiner Mutter bekommen, weil die ja letztens auch ständig krank war. Wo es hieß, ja, die lindern halt auch die Halsschmerzen und so. Ja, Pustekuchen. Das Einzige, was die gemacht haben, ist, meine Zunge zu betäuben. Der Hustenreiz war trotzdem noch volle Kanne da. Also, super teuer, das Zeug, dieses Neoangin, akut, und bringt gar nichts. Aber ich muss ja sagen, toi toi toi. Es ist immerhin jetzt noch nicht noch was anderes dazugekommen zu der Erkältung oder was das ist. Also ich habe keinen Schnupfen, ich habe sonst nichts, wirklich nur diesen unfassbar trockenen, kratzigen, mustigen Hals. Aber wenn es dabei bleibt, ist ja schon mal was. Warum patrouillieren die Soldaten? Es gab einen Angriff in Ashaktia. Alle sind angespannt. Nach Ärger. Gehen wir heim. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Bin ich hier richtig? Ich wollte doch gar nicht. Also, ich habe doch noch nicht mal in mein Nachforschungsmenü geguckt. Ich wollte gerade nur klauen. Ich dachte ernsthaft, einer von beiden würde sterben. Und dabei ging es nur um ein totes Pferd. Ich möchte klauen. Ich habe irgendeine Kernherausforderung geschafft. Hast du einen Test gemacht? Nee, ich habe jetzt keinen Test gemacht. Der lindert ja jetzt gerade meine Probleme nicht. Ich mache den Test Freitagabend. Wobei ich dann auch nicht weiß, was ich machen soll, wenn der positiv ist, weil das Problem ist, meine Schwester geht einfach 10.000% davon aus, dass ich mitfahre am Wochenende, weil ich denen ja auch Geld dazu gebe für die Fahrt. Deswegen weiß ich sowieso nicht, was ich machen soll, weil Absagen bringt mir nichts, dann zahle ich trotzdem für nichts. Aber ich wüsste nicht, wo ich es herhaben soll. Also, ich glaube eher, dass es einfach irgendein Virus oder Bakterium, was auch immer, was ich jetzt schon seit Wochen in mir habe, weil mir ging es ja schon längere Zeit nicht so 100%. Aber der kam halt nie so richtig raus. So, wenn ich vor 2 Wochen gewusst hätte, dass es mir jetzt schlechter geht, so vom Hals her, als vor 2 Wochen, hätte ich vor 2 Wochen die Streams auch nicht abgesagt. Sondern hätte lieber jetzt pausiert. Aber ich will jetzt nicht schon wieder die Streams absagen. Wir hatten ja erst Corona im September, sollten sicher sein. Ja. Aber blöd wäre trotzdem. Weil wir wollten ja vielleicht noch ein bisschen in die Stadt oder so. Also ich werde Freitag einen Test machen. Ich hole mir Freitag einen frisch aus der Apotheke. Weil ich glaube, die ich jetzt zu Hause habe, sind schon abgelaufen. Und dann, ja. Aber ich denke nicht, dass es Corona ist. Also,
Ja. Fühlt sich zumindest nicht so an. Sagen wir es mal so. Damals, als ich wirklich Corona hatte, habe ich das auch gemerkt, dass ich Corona hatte. Also das war echt eine ganz andere Hausnummer.